hol dir dein Exemplar von Scars Above, ein fesselndes und herausforderndes Sci-Fi-Action-Adventure in der Third Person mit einer sorgfältig ausgearbeiteten Geschichte, in der du in einer faszinierenden, aber feindlichen außerirdischen Welt um dein Leben kämpfst. Get ready, here they come! Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der härtesten Third-Person-Shooter. Did he survive the crash, sir? Yeah, he's okay, but I've had a little trouble getting back to my ship due to my sprained ankle. Oh, come on. In dieser Liste sehen wir uns Third-Person-Shooter-Spiele an, die uns Schwierigkeiten bereitet haben, sei es durch die Steuerung, die KI oder das Level-Design. Welches Spiel hat dir am meisten zu schaffen gemacht? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Platz 10. Metal Arms Glitch in the System. Metal Arms war eine Erfahrung, die sich hart, aber insgesamt fair anfühlte. Aber bei den Teilen, die alles andere als fair waren, haben wir uns die Haare gerauft. Die Sache mit Metal Arms ist, dass es seine großen Räume liebt und sie mit Feinden vollstopft. Wir sagen nicht, dass es weniger sein sollten. Nein, die Schwierigkeit ergibt sich daraus, welche Feinde in den besagten Räumen platziert werden. Ein durchschnittlicher Millbot wird dir nicht viele Probleme bereiten, aber wenn du Titanen, Zombiebots, Wächter und vielleicht ein paar Wissenschaftler hinzufügst, dann solltest du dich besser mit Granaten und Munition eindecken. Platz 9. Control. Wenn man an Remedy Entertainment und ihre früheren Spiele wie Alan Wake denkt, erwartet man eigentlich nicht, dass sie ein so herausforderndes Spiel wie Control auf den Markt bringen. Warum ist Control so schwer? Zunächst einmal verbringt man eine ganze Weile damit, mit einer mickrigen Pistole gegen Feinde zu kämpfen, bevor man seine erste Kraft erhält. Aber die größte Hürde sind die zufälligen Schwierigkeitsstufen, die über das Spiel verteilt sind. Horden von Gegnern tauchen gefühlte Ewigkeiten auf und die Bosse greifen entweder mit ungezügelter Wildheit an oder sie drehen durch und vergessen, wie man sich in dem Gebiet richtig bewegt. Control ist keineswegs ein schreckliches Spiel, man sollte sich nur darauf einstellen, dass man in bestimmten Abschnitten der Kampagne mit dem Kopf gegen eine Wand rennt. Platz 8. The Thing. It looks... well, like a UFO. Colonel? The Thing ist ein unglaublich einzigartiges Spiel. Ja, es spielt sich in Bezug auf Steuerung wie die meisten anderen Third-Person-Shooter, aber es ist nicht das Schießen, um das du dir Sorgen machen musst. Ein Teil der Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass du deinen Truppmitgliedern nicht verdächtig erscheinst. This should help. Wenn du zu lange brauchst, um eine bestimmte Aktion auszuführen oder gedankenlos auf Dinge schießt, kann es passieren, dass ein Truppmitglied dich für die titelgebende Kreatur hält und dich abschießt. Sei clever und nimm Rücksicht auf deine Kameraden, wenn du es lebendig überstehen willst. Platz 7. Ratchet & Clank. I doubt it. He's a pro hoverboarder. Always going off about how cool he is. Looks like he's in trouble. I'll say. Das Lustige an Ratchet ist, dass so ziemlich jedes Spiel der Reihe zum größten Teil ziemlich einfach ist. Zumindest alles ab Going Commando. Warum also nehmen wir uns das Originalspiel vor? Das liegt vor allem daran, dass es sich ganz anders spielt als die weiterentwickelten Fortsetzungen. Man hat nur 4 Trefferpunkte zur Verfügung und es gibt kein Strafing, das einem beim Zielen hilft. Mit den meisten deiner Waffen musst du so ziemlich alles abschießen, was dir in die Finger kommt. Zum Glück gibt es für Wurfwaffen wie Granaten ein Fadenkreuz auf dem Boden, das dir zeigt, wo sie landen werden, bevor du sie wirfst. Aber ja, rechne mit vielen, vielen und geschickten Kämpfen. Platz 6. Jack 2.
sicher, einige von uns würden Jack und Dexter gerne in irgendeiner Form zurückkommen sehen, aber nachdem wir Jack 2 gespielt haben, würden wir diesen Wunsch gerne mit einem Sternchen versehen. Wenn man es als Plattformer spielen will, spielt sich Jack 2 ganz gut, aber wenn es ein Shooter sein soll... Das ist der Punkt, an dem es strauchelt. Wie im ersten Jack und Dexter kann das Zielen ein echtes Problem sein, da Jack von sich aus zielt. Das kann die Kämpfe manchmal frustrierend machen. Da hilft es auch nicht, dass man zwar mehr Lebenspunkte hat als im ersten Spiel, die Gegner aber immer noch zwei Teile der 8 Punkte umfassenden Gesundheitsleiste abtragen. Du spielst also im Grunde Jack 1, aber mit zusätzlicher Würze, die Kämpfe zermürbend macht. Platz 5. Kid Icarus Uprising. Vielleicht schummeln wir hier ein wenig, denn Kid Icarus Uprising funktioniert auf einer ganz anderen Ebene als die anderen Spiele auf dieser Liste. Vor einer Mission erlaubt Uprising dem Spieler, den gewünschten Schwierigkeitsgrad einzustellen und bietet größere Belohnungen, je höher man kommt. Unnötig zu sagen, dass das Spiel wahnsinnig wird, wenn man über den Schwierigkeitsgrad 6.0 oder 7.0 hinausgeht. An bestimmten Stellen wird Uprising fast zu einem Bullet-Hell-Spiel und wenn du die Steuerung noch nicht im Griff hast, solltest du bereit sein zu sterben. Und zwar sehr oft. Platz 4. Resident Evil 5. Oh Mann, Resident Evil 5 war wirklich etwas anderes. Fairerweise muss man sagen, dass es kein so schweres Spiel ist wie andere. Die Schießerei ist in Ordnung, die Gegner sind hart aber fair und die Rätsel sind nicht super komplex. Wenn man es im Koop spielt, ist es ein anständiges Spiel. Wenn man es allerdings alleine spielt, dann kommt die Migräne. Das liegt vor allem daran, wie dumm die KI ist. Shiva wird ja häufig in die Quere kommen und gedankenlos in die feindlichen Horden laufen. Das kann das Spiel so frustrierend machen, dass es besser ist, das Ganze mit einem Freund in Angriff zu nehmen. There's only so much one person can do. Even a superhero like you, Chris. Platz 3. Risk of Rain 2. Risk of Rain 2 ist ein interessanter Fall, wenn es um das Genre der Roguelikes geht. Während die meisten Roguelikes noch einer linearen Struktur mit ihrem Schwierigkeitsgrad folgen und die Dinge schwieriger machen, je weiter man in seinem Lauf kommt, bindet Risk of Rain 2 seine Schwierigkeit an einen Timer. Je länger man braucht, um den Ausgang zu finden und den Boss zu erledigen, desto schwieriger wird das Spiel. Es bleibt keine Zeit, um ziellos umherzuwandern. Nach Erfahrungspunkten zu farmen. Du musst so schnell wie möglich rein und wieder raus. Wenn du es dir aber unbedingt schwer machen willst, kannst du dir ruhig Zeit lassen. Platz 2. Gears of War. Die Gears of War Spiele gehören insgesamt zu den anspruchsvollsten Shootern, die man spielen kann, aber mein Gott sind sie unglaublich befriedigend zu spielen. Mit dem ersten Gears Spiel hast du vielleicht am meisten zu kämpfen, denn es verlangt von dir, dass du mit deinen Schüssen genau bist. Es gibt Momente, in denen man das Gefühl hat, dass die Munition knapp ist und die KI-Kameraden den Gegnern keinen wirklichen Schaden zufügen. In gewisser Weise zwingt dich das Spiel dazu, eine Ein-Mann-Armee zu werden und das wird dich entweder zum Sieg führen oder brechen. Platz 1. Returnal. Das ist kein Fall von einem Rezenseffekt. Returnal ist der absolut härteste Third-Person-Shooter, den wir je gespielt haben und einer der härtesten Shooter, die man derzeit spielen kann. In jedem Raum, bei jeder Kampfbegegnung fliegen die Kugeln nur so aus allen Richtungen. Musik
räumliches Vorstellungsvermögen ist hier der Schlüssel zum Überleben und ein einziger Ausrutscher kann deinen Lauf beenden, bevor du merkst, was du falsch gemacht hast. Und trotz all der Herausforderungen, all der Prüfungen und Schwierigkeiten, die du durchmachen musst, wird dich Returnal immer wieder dazu bringen, für einen weiteren Durchlauf zurückzukommen. Hol dir dein Exemplar von Scars Above, ein fesselndes und herausforderndes Sci-Fi-Action-Adventure in der Third Person mit einer sorgfältig ausgearbeiteten Geschichte, in der du in einer faszinierenden, aber feindlichen außerirdischen Welt um dein Leben kämpfst.